Ausstellung, so darf ich das sagen, zu deinem 75. Geburtstag. Ich habe irgendwann gelernt, du machst seit dem 17. Lebensjahr Kunst, also es sind schon eine beträchtliche Anzahl von Jahren. Wir haben jetzt draußen die Bilder hängen, wir haben eben einen Film gesehen. Hast du dich schon von Anfang an in diesen verschiedenen Feldern bewegt? Ja. Aha. Und also wir haben also nochmal draußen Malerei, Zeichnung, wir haben Film, dann weiß ich, dass du auch schreibst. Sind das für dich völlig verschiedene Felder oder siehst du auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Künsten? Ich sehe mich als eine Einheit und da ich nun auch ein Mensch bin, der vielseitig sich orientiert und auch immer versucht, Zusammenhänge zu verstehen und auch Zusammenhänge zu knüpfen und habe das Bedürfnis, mitzuteilen. Nicht belehrend, sondern immer als ein Dialogbeitrag. Nur malen oder nur schreiben ist mir einfach zu wenig. Ich habe dann auch durch meine Biografie, wie gesagt, mein Vater Theatermensch, Schriftsteller, dann die ganzen Leute, die bei uns verkehrten, waren Künstler aus verschiedensten Richtungen, aber auch viele Arbeiter und Handwerker. Und jeder hatte seine Perspektive und versuchte immer mit seinen Mitteln sich mitzuteilen. Und das fand ich immer sehr spannend, aber ich habe das nie getrennt. Ich weiß, manchmal kommen mir Bilder, die beweglich sind, in den Sinn. Und dann möchte ich filmen. Aber es gibt auch zum Beispiel da einige, das sind ja psychologische Studien, Menschen mit einem bestimmten Ausdruck. Meine Mutter war Porträtmalerin und ein Gesicht ist eine große Landschaft mit sehr vielen Facetten, aber verändert sich ständig, weil es die Situation, in der sich der Mensch bewegt, auch sein Ausdruck entweder versucht er seinen Ausdruck, seinen wirklichen Zustand zu verschleiern oder bringt ihn nach außen. Jedenfalls diese ganzen Spielfelder sind eben mit einem Medium überhaupt nicht zu erfassen. Und somit kann ich Malerei, Schriftstellerei überhaupt nicht trennen. Da haben wir auch die Bank gezeigt, die ist eine Studie über menschliches Verhalten und gleichzeitig werden ja sehr sparsame Bilder eingesetzt, die in Bewegung sind. Und die Situation auf der Bank ist ja noch nicht mal das gesprochene Wort interessant, sondern wirklich, wie wir die Leute, weil wir die zu einer bestimmten Sprache gezwungen haben, welche Mimik sie dazu entwickeln, haben wir ihnen selber überlassen. Es ist nichts anderes als eine psychologische Studie, die man macht, wenn ein Mensch in einer bestimmten Situation steht. Damit nimmst du auch schon eigentlich die nächste Frage vorweg, aber die gleich wohl stellen. Was sofort ins Auge fällt, wenn man den Film sieht, ist ja, dass die Darsteller, die wir sehen, ihre Art zu sprechen, nicht überhaupt nicht so ist, wie das bei professionellen Darstellern der Fall wäre, bei professionellen Schauspielern. Was die Betonung angeht und so weiter, kann man ja sagen, das ist nicht perfekt im Sinne einer professionellen Schauspielerei, aber das sind dann eben überhaupt nicht Fehler, sondern es ist Teil deiner Methode. Kannst du das ein bisschen erläutern? Also was sehr wichtig ist, also die Anna Fechter ist eine professionelle Schauspielerin und wir haben sehr viel mit ihr gearbeitet, zu vergessen, dass sie Schauspielerin ist. Dann haben wir, das war auch von Theo Jorgensmann, der auch, also später haben wir mal einen zweiten, diese Geschichte gehört zu einer Trilogie. Wir haben für das Fernsehen den Monolog gemacht, dann kam improvisierte Musik von Theo Jorgensmann dazu. Und er hat auch an der konzeptionellen Sache mitgearbeitet, war es, wie erhalten wir die Literatur im Film. Wir wollten keine Literaturverfilmung, sondern wir wollten Literatur zitieren und den Bildern eine eigene Wertigkeit über die Porträtaufzeichnungen. Und dazu war es wichtig, nicht, dass die Leute schauspielten, sondern zitieren. Also muss man halt vorwegschicken, also Literaturverfilmung, nicht im üblichen Sinne. Es gibt einen Roman und dann werden Schauspieler engagiert, die das nachspielen. Sondern das Entscheidende ist das Sprechen des Textes, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, und dann, wir merken an der Mimik auch, weil da haben wir gar keine Regieanweisung gegeben. Meine Frau hat nebenbei an dem Film auch mitgearbeitet. Dass wir wirklich so darauf gedacht, welchen Ausdruck wählst. Und da merkt man, in welcher Dialogebene
Gestik bewegte. Und das ist eine Form, die im Film, also hier gibt es dann Leute, mit denen du auch Straub oder Frisson, das ist nebenbei aber eine wenig praktizierte Form, aber wie gesagt, mich interessiert ein Augenblick Erfolg nie, sondern man geht seinen innerlichen Weg mit den Ausdrucksmitteln, die zu einem gehören. Das hast du gesagt, dass das ein Teil einer Trilogie ist, dieser Film. Man sieht, also inhaltlich oder thematisch in dem Text geht es ja um so eine Art Isolation und einen Versuch, sich zu begegnen, das müssen Sie alle beurteilen, ob das ein geglückter Versuch ist, der auf der Bank dann. Worum geht es denn in dieser gesamten Trilogie? Also in der gesamten Trilogie geht es dann einmal den öffentlichen Bereich, den intimen Bereich und auch gleichzeitig in den, wie Menschen sich aus ihrer Zwangssituation, so wie sie sie sehen, befreien. Und dann im Grunde wieder zurückkehren, das ist so ein Phänomen auch in der Psychologie, dass die Leute immer wieder zurückkehren zu ihrem Milieu, aus dem sie selber kommen, auch wenn sie versuchen auszubrechen. Ich habe jetzt sehr viele deiner Filme gesehen und die spielen, wie jetzt auch dieser Film, erkennbar in Mülheim, also in deiner jetzigen Heimatstadt, kann man ja sagen. Wärst du einverstanden, wenn man diese Filme und auch den Film, wenn man das Wort Heimatfilm, wenn man das dafür anwenden würde? Also ich habe zu dem, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, der Begriff Heimatfilm hat für mich nichts Negatives. Ja. Ich bewege mich immer in dem Milieu, welches ich kenne. Ich versuche nicht irgendwo einzubrechen, wo ich gar nicht hingehöre. Also was auch in dem Mai für Robert Wolfgang Feldern, Wuppertaler, dass wir im Grunde die Indiskretion verachten und auch Leute, die dann versuchen, sozusagen voyeurhaft in Dinge einzudringen, lehnen wir ab, sondern wir gehen von dem aus, was wir erleben. Wir sind immer ein Teil des gesellschaftlichen Lebens. Jetzt möchte ich mal den Lorenz Müller-Morenius mit einbeziehen in das Gespräch, der ja vor allen Dingen präsent ist, eben durch die Bilder oder Grafiken, die dort in diesem Teil des Raumes hängen. Ich habe mal, er hat mir dankenswerterweise vorher einige zugeschickt und ich halte mal eine hoch. Ich hoffe, dass man das da hinten erkennen kann. Das ist, ja, wie sagt man, vielleicht einfach zu erkennen, auffällig eben, dass es dieses schwarze Quadrat ist. Es ist ein Quadrat, also eine schwarze Grundfläche ist. Und in dieser Fläche eben hier die Zeichnung eines Menschen, in diesem Fall ein Selbstporträt. Und das ist halt sehr auffällig, dass man auf der einen Seite oder einerseits diese schwarze Fläche hat und auf der anderen Seite eine organische körperliche Form. Ist das ein Thema, also dieser, ich nenne es jetzt mal dieses Zusammenkommen oder diese Kollision von glatten Farbflächen und organischen körperlichen, ist das ein Thema, das schon länger ihres ist? Also man muss ja Folgendes verstehen. Visuelle Kommunikation ist Ausweitung der Kommunikation schlechthin. Das heißt, wir reduzieren ja im täglichen Gebrauch die Kommunikation auf Sprache. Aber in Wirklichkeit können wir viel mehr. Wir können auch durch Bilder die Kommunikation bereichern und zusätzliches aussagen. Und diese Kombination zwischen Gegenstand und Fläche ist auch eine Kombination mit dem Wunsch einer Aussage. Das heißt, ich ordne einer Figur, die ich schon sehr abstrahiere, eine Farbfläche zu, die ich unbewusst mit der Figur verbinde. Da vorne hängt zum Beispiel ein Porträt von Bill Gates. Und dem habe ich nach langer Suche blaue Fläche zugeordnet. Da kann jeder sagen, klar, alle Windows-Applikationen sind blau. Aber ich vermute, dass diese Fehlermeldung, die einen ja so ins Mark erschüttert, wenn der plötzlich blau wird und in weißer Schrift steht da, sie haben jetzt was so Schlimmes gemacht, dass entweder alles kaputt ist und die Daten verloren sind und sie dann nochmal wieder starten, wenn sie es wieder starten und es läuft nicht, ist aus. Also ich weiß nicht, als ich das erste Mal sah, das war bei Win 95 und Win 98, die haben das vor allen Dingen gerne gezeigt. Da habe ich so einen Schreck gekriegt, dass ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Also es ist eine Warnung. Und diese Farbe ist wahrscheinlich unbewusst so mit diesem Mann verwandt, dass ich ihn zugeordnet habe. Ich konnte keine andere nehmen, weil ich ihn persönlich nicht kenne. Ich konnte also nicht sagen, er ist ein sympathischer Typ, also kriegt er eine sympathische Farbe.
Aber diese Farbe aus seiner Arbeit heraus, die ist so gegenwärtig, dass man sie in diesem Fall eben zuordnet. Also das heißt, ich kommuniziere mit den Betrachtern in einer Kombination zwischen Farbfläche und Figur, und das Bild ich selber, da hatte ich mir einen neuen Anzug gekauft. Ich halte es nochmal hoch. Das heißt der neue Anzug. Der Anzug ist auch schwarz, weil ich dachte, jetzt kommen die seriösen Zeiten. Und der hat mich so beeindruckt, der Anzug. Ich habe ihn noch nie getragen, aber ich habe ihn in meinem Wohnzimmer getragen. Er hat mich so beeindruckt, dass ich ihn dargestellt habe und ganz schwarz umrahmt habe, weil das ein ganz feierlicher Moment für mich auch war. Ich habe also wirklich lange Jahre keinen Anzug mehr gehabt. Ich weiß nicht, überhaupt, doch, ich hatte mal einen. Aber das gute Stück ist also auf diese Art und Weise in die Kombination mit dem Betrachter gegangen. Da ist ein neuer schwarzer Anzug und der, ich meine, mein Kopf ist ja auch ganz hell. Aber das, was ich Ihnen jetzt sage, sind, also dass ich zum Beispiel die Farben verschieden interpretiere, ist ein Prozess nach dem Bild. Also ich gehe nicht hin, mache das Bild und sage, so mache ich jetzt den Kopf hell, damit ich erzählen kann, aha, ich war ganz erforscht über das. Ich habe halt hier, mal sehen, ob man das sehen kann, das ist ein Bild, das mir bei Betrachten dann sofort ins Auge gefallen ist. Vielleicht sieht man, das ist halt eine rote Fläche in diesem Fall, mit einer, hier in einem grünen Feld einer und dann aber noch mehreren kleinen, blau ist dabei, fällt ein recht junger Mann, der tanzt, so sieht es aus, oder läuft, er rennt. Und das hat mich eben darauf gebracht, dass die Verwendung der Farbe hier ja tatsächlich ähnlich ist wie in klassischen Gemälden oder auch in Farbfilmen, wo das ja nie so ist, dass realistisch irgendetwas abgebildet wird, sondern die Farben sind emotional. Also sind Emotionen der Figuren oder einer Situation. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, was Sie gerade gesagt haben, dann ist das bei Ihnen was Unbewusstes, was Sie haben. Also ich probiere eine Menge aus und bin dann irgendwann einverstanden und versuche das dann nachher in theoretisch vielleicht zu erklären. Also Sie wissen ja alle, dass wir beide in Verdi arbeiten. Und der Prozess in Verdi ist ja der, die kulturpolitischen Diskussionen voranzutreiben. Und zwar auch in dem Sinne, den ich am Anfang genannt habe. Wir können alle mehr als nur über den Nachbarn reden. Wir können auch visuell die Welt erobern. Wir können kommunizieren zusätzlich zur Sprache. Und diese ganze Breite der menschlichen Möglichkeiten, die geht unter, wenn wir aufhören, Kultur im öffentlichen Raum zu finanzieren. Also ich füge das jetzt mal hier politisch ein bisschen an, weil wir sind ja alle auch irgendwie politische Menschen. Und es ist momentan ein Prozess im Gange, der mit der Kultur sehr leichtsinnig umgeht. Der glaubt, da können wir sparen, weil es eine freiwillige Leistung einer Kultur ist. Aber ich meine, wenn man die ganze Breite der Kommunikation, und die Psychologen wissen das ja, wie viel mit Bildern ergründet wird beim Menschen. Das heißt, der Mensch arbeitet in bestimmten Phasen seines Lebens ganz ausschließlich mit visuellen Sachen. Der visuelle Sinn ist einer, der am stärksten das Gehirn wahrscheinlich beeinflusst. Und wir können also, wir müssen aufpassen, was man da macht um uns herum. Und deshalb möchte ich, dass diese Diskussion in dieser Richtung politisch, kulturpolitisch und gesellschaftspolitisch weitergeführt wird. Das machen wir beide immer wieder zusammen. Und manchmal bewegen wir auch was, manchmal kann man es nicht. Wenn ich da mal eben nur eine Ergänzung. Ich möchte gerne wieder auf die Bilder selber zurückkommen. Wir können dann ja vielleicht am Ende wieder den Bogen weiterspannen. Erstmal noch eine Frage dazu, dass das ja diese Bilder Drucke sind. Das heißt, es ist die Möglichkeit da, die unendlich zu reproduzieren. Man ist nicht nur ein Bild hergestellt, sondern potenziell gibt es die Möglichkeit, dass es unendlich viele sind. Jetzt ist aber so, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie von jedem immer drei ausdrucken. Das verstehe ich nicht ganz. Also was ist das bei Ihnen, dieses Druck? Also Sie haben die Möglichkeit, unendlich viele zu machen, aber dann werden Sie doch sehr... Also jedes Mal, wenn eines dieser Bilder auf meinem Bildschirm erscheint, möchte ich wieder weiterarbeiten. Und teilweise mache ich das auch. Es konnte sein, dass hier ein Bild dabei ist, das ich eigentlich gar nicht mehr habe. Und ich möchte es eigentlich nur dreimal, die drei wird dadurch begrenzt, dass ich die Bilder nummeriere. Das heißt, es gibt drei Drucke, die sind von 1, 2, 3 nummeriert. 1 von 3, 2 von 3 und 3 von 3. Das heißt, jeder weiß, welches Blatt er hat, wie viel insgesamt auf der Erde existieren. Und dann arbeite ich entweder weiter mit dem Macher oder ich lösche es ganz. Und ich
finde, dass ich brauche nicht das Endlos. Ich will das gar nicht endlos. Ich will, manchmal denke ich, es genügt auch, wenn ich nur eins davon habe. Die Technik ist meiner Ansicht nach ist eigentlich unwichtig. Das heißt, man benutzt die Technik, die man hat. Jeder, wenn er zeichnet, hat er die Technik parat. Ich arbeite gerne mit Kommunikationsmedien, ich arbeite gerne mit PC und führe das auch ein. Und ich meine, Technik wird erst dann wichtig, wenn sie zum Beispiel nur die betenden Hände sticken würden, was es ja gibt. Dann ist dieser Stickprozess ein solch entscheidender, weil er das Bild so verändert, dass ich da über Sticken reden würde. Aber das mache ich ja nicht. Also ich liebe ja nicht die Technik um ihrer selbst hin, sondern ich nehme sie, um damit zu kommunizieren. Mit mir selbst, mit Ihnen und mit allen. Und deshalb ist, also möchte ich nicht, dass wir so jetzt ein technisches Gespräch führen. Es geht nicht um Technik. Nein, aber ich warte nur. Es geht um Kunst. Ja. Also, nee, ist ja okay. Also Sie alle kennen wahrscheinlich Andy Warhol, der eben auch mit Drucken gearbeitet hat. Und Fotos auch, ja. Ne, und das spezifisch bei Andy Warhol, dass der eben unendlich viele Exemplare oft hergestellt hat. Und aus diesem einen Grund, dass er das einzelne Bild, die Aura, diese romantische Aura, das einzigartige Kunstwerk damit zerstören wollte. Ist das bei Ihnen genau irgendeine Rolle? Ja, aber das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich immer weiter arbeite. Also für mich ist kein Bild endgültig. Ja. Und dann möchte ich es raus aus dem PC und dann kommt das nächste. Also die Versuchung, an den Bildern herumzuarbeiten, ist so groß, dass ich das gar nicht weiß, ob ich da manches noch bei. Also hier stehen habe ich schon. Ja. Aber nicht mehr lange. Eine Frage zu Rainer Schnells Malerei, Zeichner, zu den Zeichnungen. Als ich dich mal besucht habe in Wilhelm, hast du mir mal ein Notizbuch, so eine Art Tagebuch gezeigt, in dem dann eben interessanterweise auch Zeichnungen enthalten waren. Und wenn man, ich war deswegen verblüfft, weil sie dann eben auch Ähnlichkeiten mit den größeren Bildern haben. Und das waren dann Zeichnungen, wenn ich das richtig erinnere, von Träumen, von Menschen, denen du begegnet bist und so weiter. Das heißt, in deiner Kunst, in deiner Zeichnung, in deinem Zeichnen spielt das Dokumentieren von Realität immer eine eminente Rolle. Kannst du mal ein bisschen das erläutern? Ja, es sei nicht einfach. Manchmal suche ich auch nur, wenn ich in einer bestimmten Situation stehe, die mich sehr berührt, dann versuche ich sie zu verstehen, Komplexität herzustellen. Und wenn ich das visualisiere, welche Weise auch immer, Foto, manchmal auch Musik, dann verdichtet sich für mich etwas und irgendwo fließt es dann in eine, zum Beispiel alle, die Zeichen, die hier stehen, die sind irgendwo später mal wie die einen in einen Film verwandt. Andere sind aber auch nur Notizen und sind Studien, etwas zu begreifen, den Menschen sein Ausdruck zu begreifen. Und während des Prozesses mache ich mir nicht darüber Gedanken, wie ich die verwerte. In dem Moment interessiert mich das überhaupt nicht. Sondern, aber wenn ich dann das gemacht habe, habe ich etwas für mich beobachtet. Und manchmal mündet das auch in gesellschaftliche Aktivitäten. Ne? Oder mündet in eine Geschichte oder in ein Filmkonzept. Oder wo ich dann nochmal sage, dieses Thema verarbeite ich. Aber jedem, ob jetzt, was ich geschrieben habe oder gefilmt habe, kann ich hunderte von Zeichnungen, Notizen, Gedichte nachweisen. Und dann komprimiert sich das und ich bin mir sicher, fühle mich auch nicht mehr als Voyeurist, sondern mehr als Analytiker und Feststeller. Aber dabei lege ich immer großen Wert darauf, dass ich nicht der Lehrer der Moral oder der Belehrende bin, sondern ich gebe einen Diskussionsbeitrag. Und darum ist für mich der Dialog das Wesentliche. Aber das hatte Lorenz ja auch, er hat eine andere Weise. Und darum ist diese Ausstellung auch so wichtig, weil das Spektrum deutlich wird, indem wir uns als Künstler bewegen. Und also wie gesagt, wenn ich bestimmte Dinge keine Notizen habe und ich sollte fertig werden, würde ich selber nach, das haben wir öfters gemacht, dann hat mir einer gesagt, ich möchte gerne so ein Bild ganz mal das und das. Und wenn ich diese Studien nicht in ein halbes Jahr Zeit, dann vernichte ich das immer wieder. Ich denke, das ist alles Scheiße, da ist ja keine Substanz hin. Ist eigentlich für diese Art des Zeichnens der Malerei in der Kunst oder wo auch immer Vorbilder? Hast du da welche oder ist das ganz aus dir gekommen? Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja jetzt eben schon so Biografie, ich bin ja auch Handwerker. Also
Ich habe auch, um leben zu können, Handwerker lernen und so weiter. Da habe ich zum Beispiel die Symbiose Handwerk und Kunst wirklich praktisch erlebt. Also über solche Dinge mache ich mir nie Gedanken. Das ist einfach mein Weg. Und manchmal, wenn ich so zum Beispiel bei dieser Ausstellung nochmal die Kartons sehe, wusste ich gar nicht, was stellt sein. Da habe ich einfach drei Themenblöcke genommen und sie dann auch in Gang und vor allen Dingen nicht in Ordnung waren, also in eine Symmetrie gebracht, sondern einfach so, wie sie auch entstanden sind, einfach in den Wellenlinien meiner Gefühle, meiner Aggression, aber auch meiner Freude. Also ist ja nicht so. Das heißt also, für mich bilden die Dinge alle eine Einheit, aber es, was ich mache, ist nie etwas Fertiges. Sondern es steht immer im Dialog mit der Entwicklung, mit mir selber und mit dem, was ich als Künstler eigentlich auch will. Ich hasse den Stillstand. Aber bei mir kommt er nicht im Ausdruck, indem ich neue Formen entwickle, sondern einfach über die gedankliche Dimension, die sich dabei. Also ich habe neulich, das ist etwas, was du mir dann auch geschickt hast, das war, glaube ich, in einer Zeitung, die Verdi macht, da hast du eine Art Porträt deines Vaters geschrieben, der Schriftsteller Robert Wolfgang Schnell, und die Frage nach dem Vorbild ging dann tatsächlich auch dahin, weil ich habe mich, als ich diesen Text gelesen habe, sehr gewundert, und du hast mir auch schon einiges von deinem Vater erzählt, ganz im Gegensatz zu mir, und ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Ich habe ein sehr gebrochenes Verhältnis zu meinem Vater, die meisten Leute, die ich kenne, auch. Also es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis mit sehr viel Aggression und so weiter. Und das Eigentümliche ist eben, dass es bei dir scheinbar gar nicht der Fall ist. Das ist offensichtlich ein sehr schönes Verhältnis. Das sozusagen, und das ist eine Art Vorbild, oder? Immer gewesen, kann das sein? Ja, nein. Also, dass wir uns nicht gegenseitig gemeuchelt haben, nicht daran, weil uns Kilometer getrennt haben. Meine Eltern haben sich getrennt, meine Mutter war auch 14 Jahre älter als mein Vater. Mein Vater war Theatermann hin und her. Meine Mutter und ich gingen zur Schule, die wollte an einem Ort bleiben, da haben sie sich in Güte getrennt. Also war kein großer Krieg in Bayern. Und über die Distanz haben wir immer miteinander kommuniziert. Und da muss ich sagen, ich habe auch sehr viel mit meinem Vater keinen Streit gehabt, aber sehr viel gestritten. Und zwar waren wir eigentlich, was unsere gesellschaftliche Vision war, sehr vergleichbar, aber wir haben ganz unterschiedliche Wege. Da haben wir gezankt wie die Kesselflicker, um uns nachher wieder in den Arm zu nehmen. Also von der Seite, er war in Diskussion, aber es gab auch weitere, also wollen wir sagen, Väter. Wenn du von, ich sehe darin keine Vorbilder, sondern waren meine Dialogpartner, die mich kontrolliert, dann gehört auch der Bangkok zu. Und es gehört die Wuppermaler, die da, ich weiß nicht, Wuppertal überhaupt, denen mal gerecht gedacht wird, vor allem Dingen Kurt Danke dazu, aber auch noch viele andere, deren Namen jetzt hier weniger bedeuten, aber nur weil die auch Bangkok eben war, die Beziehung zu den Wuppermalern und dann auch die Beziehung zu Else Lasker Schüler. Mein Vater hat ihm auch in Ried im Haus von Franz Marc Lasker Schüler kennengelernt, gab es immer viele Kommunikationsverknüpfungen, aus denen ich einfach lernte, wie viele Aspekte da waren und dass man selber immer in einem Prozess steht, der eigentlich nie aufhören darf. Aber man muss seine Glaubwürdigkeit über seine Individualität und Sprache entwickeln. Das heißt, nicht stehen bleiben mit seiner Individualität, sondern die Individualität als Persönlichkeit begreifen, die sich der Konfrontation stellt. Also die gleiche Frage möchte ich dann tatsächlich an den Lorenz Müller-Morenius auch richten. Also wenn man nicht Vorbilder sagt, dann eben Dialogpartner in der Kunst, Menschen oder Künstler, an denen man sich abarbeitet, Leitsterne und so weiter, was gibt es das? Naja, so konkret nicht, aber es gibt eigentlich nichts Neues. Man kann nicht von überirdischen Pfeilen getroffen werden, was ganz Neues machen. Man ist schon in einem System, das ist ja auch gut so. Wir sind logisch in einem System, aus dem wir nicht rauskommen, und wir sind intellektuell oder geistig auch in einem System, aus dem wir nur schwer rauskommen, wahrscheinlich gar nicht. Und deshalb, das ist bei der Kunst genauso. Es gibt kein Abtreffen, es gibt nur immer wieder ein Zerlegen der Urväter und das neu zusammensetzen, was man auch als kreativen Prozess bezeichnen kann. Also man kann ja über Kreativität auch reden. Kreativität ist meiner Ansicht nach definierbar und ist lernbar. Das darf ich sagen,
das, was man hat. Wissen Sie, wenn jemand, der IKEA nicht kennt, zu Ihnen nach Hause kommt und Sie haben ein zerlegtes Billigregal da liegen, dann macht er Ihnen daraus ganz andere Sachen. Vom Bett bis zur Rutsche, weiß ich was. Das heißt, er sieht die Sachen in einer ganz neuen Eigenschaft und will sie auch ganz neu zusammensetzen. Und nur weil wir diesen Zettel haben von IKEA, machen wir alle dasselbe draus. Das ist unsere Gefahr, unser Raster. Aber es ist auch gewollt, muss ich ehrlich sagen. Wir wollen das ja auch. Aber die Chancen sind eben, eigentlich, man kann ganz schnell wechseln. Jetzt ist es ja eine Doppelausstellung, also zwei Künstler. Und auf den ersten Blick sind die Bilder total verschieden. Ja. Und auf den zweiten Blick, glaube ich, auch noch. Und dann wäre die Frage, beim dritten oder vierten Blick, oder könntest du die Künstler erläutern, gibt es Gemeinsamkeiten? Also was ist die Schnittmenge eventuell dieser Arbeiten? Ja, das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, weil jeder hat seine Sprache. Wir haben ja einfach auch, wir beide haben uns ja für diese Ausstellung zusammengeschlossen, eben weil wir sehr unterschiedlich arbeiten. Aber in unserer Kultur, da möchte ich nachher auch noch nur zwei Sätze zu sagen, sehr gemein und sehr geschlossen auftreten. Und dieses breite Spektrum, das ist aber auch unsere Auffassung, das muss sein. Und wir stehen nicht gegeneinander. Und was wir eigentlich daraus so ein bisschen, dass die Bilder unter geschmäcklerischen Gesichtspunkten sehen werden. Also Geschmack, du weißt ja, wird immer in der Zeit bestimmt. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, dass also mal und schreibe jetzt auf, was du erlebst, sonst gehst du für die Zukunft verloren. Der Zeitgeist darf dich nicht interessieren. Und wir beide praktizieren das. Wir gehen unseren Weg. Wir sind da keine Leute, die so provokativ und sagen wir, hier, wir haben jetzt, hier provokativ, jetzt redet die Welt über uns, weil in solchen Aktionen ja auch öfters Verschleierungen, da kommen Marktsituationen, gesellschaftliche Umbrüche, es wird etwas philosophisch als Überbau geschaffen, was mit dem, womit wir uns konfrontiert sind, nichts zu tun hat. Somit führen wir wieder sozusagen die realistische Ebene der Kulturlandschaft, möchten wir, in der wir reden. Also so ein bisschen hat das auch mit meiner letzten Frage zu tun. Die ein bisschen verwegen ist vielleicht, mal sehen. Ich weiß, dass beide Kunst gemacht hat, aber also eigentlich dann auch noch sowas gehabt hat, was man Brotberufe nennt, oder früher mal Brotberufe genannt hat. Und dann wäre für mich die Frage, in dieser, ich nenne das jetzt mal Kunstarbeit, was ist da möglich, jetzt aus eurer persönlichen Erfahrung, was in der sogenannten normalen Arbeit nicht möglich ist, wenn das überhaupt so ist, dass da was möglich ist. Tja, dann bist du dran. Also das ist im Grunde mehr eine biografische Sache. Also ich sage ja, ich bin Jahrgang 35, meine Eltern waren Verfolgte und ich habe im Grunde im Versteck gelebt. Und dann waren die ganzen Künstlergespräche nach 45 Filmen unangenehm und Sack, weil ich erstmal nichts verstand und die sozusagen auch in Fantasien bewegten, die nicht meine entsprachen. Und da hat mein Vater gesagt, ja, was willst du denn werden? Und da ich schon Holz und Stoff liebte, bin ich dann Raumerschaffer geworden. Und dann entstand aber gleichzeitig, weil bei uns ja nur Kunst gemacht worden, und dann, ja, die Geschichte will ich alles gar nicht erzählen. Jedenfalls, bei mir ist Handwerk und Kunst eine Symbiose geworden. Ich treffe das überhaupt nicht, weil ich glaube einfach, ich will so sagen, das gilt für meinen Vater und für mich auch für Otto Bangkok, wo wir uns wohlgefühlt haben, wo wir Menschen, mein Vater Kreuzberg, Zinkel, ich Bodes Haus an der Ruhr, hier, ja, ich habe eine Freundin hier sitzen, die hat auch Geld, die sind hier in der gleichen Straße auch groß geworden. Also immer dort, wo das Leben, und dort waren wir auch integriert, wenn man auch unsere Sachen manchmal kamen die auch zu einem, hör mal, kannst du nicht mal machen und tun. Aber die Konfrontation mit dem, die ersten Aufführungen als Theatermensch,
Russland 1947 in Fabriken gegangen. Oder in und da haben wir mit Paul Hesse und Karl Spiebeck, der ja auch hier in Wuppertal sehr bekannt ist, wurden dann bestimmte Theater- und demokratische Vorstellungen entwickelt. Und dann in unser Haus kam alles rein, da kam die Tischarbeit, Betriebsräte, da wurde philosophiert, Manifestationen verfasst. Und immer stand man in einem Prozess, einem innerlichen Prozess, der auch ein Ergebnis, entweder ein Appell, eine Zeichnung, eine Inszenierung, irgendwas war immer das Ergebnis. Darum kann ich diese Frage nicht beantworten, sondern erklärt sich nur meine Biografie. Aber ich verstehe auch die Kollegen, die nur von ihrer Malerei oder Schüttlerei leben, weil aber das ist ja auch immer eine Frage, in welcher gesellschaftlichen Ordnung man lebt und welche Abhängigkeit man gerät und wie man sich dort, kann man sagen, auslöst. Und das ist ja eine Frage, die wir auch diskutieren. Und hier sind zwei, darf ich mal für uns beide sagen, die eigentlich immer versucht haben, ihren Weg zu gehen. Also ohne den Markt zu berücksichtigen. Bei Ihnen, in einer Antwort von Ihnen hat sich das aber auch angehört, sozusagen herausgestellt haben, also warum das wichtig ist, ja. Auch innerhalb von Verdi, sich für die Kunst einzusetzen. Also, und das hat ja, glaube ich, auch mit der so einem besonderen Charakter der Kunst, und das ist ja auch eine Antwort, wenn Sie die geben können, ja. Auf diese letzte Frage, genau. Die gerade gestellt haben. Genau. Also worin die Besonderheit dieser Arbeit, nicht nur der Ergebnis ist. Es ist ein Prozess des Menschwerdens, dass man mit allen seinen seelischen zur Verfügung stehenden Mitteln die Welt umgreift. Wir haben ja ein Ziel. Wir wollen durchkommen, heil durchkommen durch diese Welt. Wir wollen in irgendeiner Form uns auseinandersetzen. Wir wollen sie erkennen, wir wollen sie begreifen, wir wollen mit ihr umgehen können und am Ende wollen wir eben relativ glücklich durchkommen. Und für diesen Prozess sind wir ausgestattet mit unserem Ganzen. Und dazu gehört eben auch der visuelle Sinn und der Sinn, etwas zeichnerisch darzustellen, was wir gesehen haben. Zur Erkenntnis gewinnen, um es zu begreifen. Das machen Kinder so. Das können wir eigentlich auch. Wir verzichten bloß drauf, was es gesellschaftlich sehr, sehr problematisch ist, wenn sie plötzlich mit jemandem eine Zeichnung machen und sie dem geben. Sagen, guck mal hier, das habe ich gerade empfunden. Dann macht er das vielleicht auch. Ich habe heute eben in der Schwebebahn gesessen und saßen zwei Taubstummen. Der eine saß hier, die haben sich lebhaft über mich hinweg unterhalten. Also das heißt, uns steht ein Riesenrepertoire zur Verfügung und ich finde, es ist ein politisches Ziel, dass die Erkenntnis der Welt in ihrer ganzen Breite, dass von jedermann möglich sein muss. Wir müssen alle Leute dazu bringen, dass sie mit allen Mitteln, auch mit den visuellen, aber auch mit dem sinnlichen, mit dem Tasten, mit dem Hören, mit dem Schmecken, mit dieser Welt umgehen, um sie besser zu begreifen, um sie vielleicht auch zu verändern. Das kann in Politik umschlagen, sicher. Wenn jemand Dinge sieht, die ihn beunruhigen, dann soll er die anderen mitteilen, vielleicht in Bildern, weil Bilder haben den Vorteil, sie haben nicht so viele Regeln wie Sprache. Ich finde, dass visuelle Kommunikation wesentliche Vorteile hat. Und wir sind auch viel stärker darauf ausgerichtet als Menschen. Das sehen wir ja an den vielen Fernsehstunden, die wir täglich verbringen. Also der Mensch ist eigentlich ein visuelles Wesen und er sollte das auch erkennen, indem er mit visuellen Mitteln auch mehr arbeitet. Und deshalb möchte ich, dass wir im Kulturbereich die finanziellen Möglichkeiten auch am Leben halten, weil solch ein Prozess hat Risiken. Man weiß nicht, was rauskommt. Ich kann nicht, wissen Sie, es gibt so politische Kräfte, die sagen, Lorenz, du Tortel, du verkaufst ja nichts, mach doch mal eine Marktanalyse, bevor du ein Bild machst. Geh doch mal rum, frag, die Mehrheit will rot, will einen Quadratmeter, will leuchtendes Öl und will einen schönen Titel. Und dann macht das und dann kannst du das auch verkaufen. Das kann man natürlich so machen. Nur dann kommen wir ja nicht weiter. Das heißt, ich kann nicht Erkenntnisse in meine Bilder einfließen lassen mit dem Risiko, dass alle sagen, bist du verrückt, was siehst du denn da? Das heißt, das will auch dann keiner kaufen. Wenn wir das aber ausschließen, indem wir sagen, Kunst muss marktgängig sein, dann nehmen wir uns eine Menge an visueller und geistiger Kraft insgesamt als Gesellschaft, nicht nur als den Künstler. Eigentlich seid ihr alle Künstler. Das hat Beuth schon gesagt, das stimmt überhaupt.
Ja. Ich wollte nur noch eins sagen. Es war ja Kulturhauptstadt 2010. Da haben wir bei der Arbeit im Schatten der Wirklichkeit. Wir haben zwei Gespräche mit Geschäftsführung des Kulturhauptstadt, wie nennen Sie, Kultur Ruhr, also Herr Scheid, kommt jetzt auf den Ja, haben wir diskutiert und das, was wir versucht haben zu erläutern, dort auch versucht in die Köpfe zu kriegen. Also wir haben nur große Events gemacht und wir haben auch in der Kunst und Kultur über diese Fragen auch uns theoretisch ja ausgelassen. An dieser Broschüre, die Bezirk Ruhr herausgebracht hat, im Schatten der Wirklichkeit beschäftigt sich damit, wenn ihr mitnehmen wollt, dann lest ihr darin, wie Künstler ihr Verständnis zu der Realität. Wir haben das bewusst, wir wollten eigentlich ein dickes Buch herausgeben, aber das wurde nicht gefördert und wer die hatte dafür das Geld nicht, aber dafür haben wir trotzdem die keine Fülle. Also das, was hier wäre jetzt nur eine Wiederholung meinerseits, also wir machen auch da, also versuchen das auch in praktischen, theoretischen Umsetzungen und in der Politik haben wir öfters Politiker, wenn wir mit denen quatschen, dann nicken die immer, um dann weiterzumachen wie immer, aber trotzdem, wie sagt man nun mal, mit dem Brett bohren, wir bohren trotzdem weiter. Na, wir haben in der nächsten Woche ein Gespräch mit dem WDR, der Kulturrat NRW, ich bin da auch Mitglied im Vorstand, und ich habe mir überlegt, dass ich mit denen mal darüber rede, dass diese Debatte über den Stellenwert von gesellschaftlicher Kultur auch mal in die Diskussion kommen, die wir dauernd im Fernsehen sehen. Das hat es jetzt zum Tag der Vielfalt der Kultur ja gegeben. Die Diskussionen waren aber relativ langweilig. Ich fand sie ausgesprochen langweilig. Nicht uninteressant, aber langweilig. Weil die Politik bei Diskussionen mit Kulturmenschen sehr zurückweicht. Sie sagt, ja, natürlich haben Sie recht und so, und dann gehen Sie wieder. Es gibt keine Kontroversen. Und Diskussionen sind eigentlich erst richtig spannend, wenn man verschiedene Ansichten sieht. Und deshalb möchte ich mit dem WDR das mal besprechen, ob man in diese Anne Will zum Beispiel. Warum soll Anne Will nicht mal über den Stellenwert von bildender Kunst in dieser Gesellschaft diskutieren? Mit Leuten, die sagen, Lorenz, orientier dich gefälligst am Markt. Das hat mir neulich ein Manager, ein Unternehmensberater, nannte er sich, in Münster gesagt. Mehrwert muss her. Darauf musst du deine Arbeit ausrichten. Und wenn du das nicht machst, bist du selber schuld. Ja, natürlich, da ist was dran. Aber was ist das für eine Sicht auf die Gesellschaft? Diese Kräfte, die eine Gesellschaft doch in Bewegung halten, das meiner Ansicht nach gehört das in die Diskussion. Ich hatte das dem Herrn Scheidt auch vorgeschlagen hier bei 2010. Er soll mit den Leuten über Kultur diskutieren, vom Kindergarten bis zum Seniorenstift. Und dann hat er Ballons aufgehängt. Ja. Und wir haben unsere Mitarbeiter angeboten. Ich habe ganz konkrete Vorschläge gemacht. Also, wie gesagt, die hätten uns ja beinahe abgeknüpft für Freundlichkeit. Ja, aber dann merkt man, das marktbeherrschende Moment, nicht wahr? Denn die Industrievertreter, die haben gesagt, wir fördern, ihr könnt doch machen, was ihr wollt, ihr könnt doch Tischeisen, alles machen, wunderbar, erklärt als Kunst, wir fördern das alles. Aber der Markt beherrschte die Situation, in der wir materiell leben. Und das zu durchbrechen brauchen wir, aber das hat er ja jetzt gesagt, ich sage, wir brauchen da Verbündete und wir versuchen, aber auch in Zeitungen, Veröffentlichungen, und da stehen wir erst an einem Anfang, weil die Grundproblematik, die nicken sie zwar ab, aber sie wissen nicht damit umzugehen. Also ich finde, das klingt noch sehr optimistisch. Ich würde halt denken, man steht mit dem Rücken zur Wand gegenüber Leuten, die kein anderes Verständnis von Kunst zu haben, als darin eine Ware zu sehen. Also, wir müssen uns dieser Diskussion natürlich auch als Künstler stellen. Auch Künstler müssen mit dieser Gesellschaft umgehen. Man kann nicht einfach sagen, ich bin Künstler, du hast von mir niederzuknien, mir Geld zu geben und dann halt die Klappe, sonst störst du mich. Ja. Ich will euch dann ein Beispiel erzählen, das ist mir im vorigen Jahr, da habe ich kandidiert auf Verdi Bezirksebene in Emstetten und dann habe ich mich da vorgestellt und gesagt, ich bin der Künstler, ich will für Kultur reden und so weiter. Und dann stand ein Papierfahrer auf und sagte, ja Lorenz, das ist ja ganz toll, was du da sagst, ich bin Papierverarbeiter, du willst meine Stimme, mein Mandat, du willst mich in der nächsten Ebene vertreten, redest über Kultur, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das ist eine Debatte,
auf die wir uns natürlich einlassen. Das ist eine Debatte, die auf uns zukommt. Aber dazu muss man erstmal in die Debatte kommen. Wir sind dazu bereit. Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns in solche Debatten einlassen wollen. Ja? Der Mann hat mich nachher doch gewählt. Also insofern habe ich ihn überzeugen können. Aber natürlich muss man auch sagen, was und welchen Stellwert, deshalb möchte ich solche Diskussionen haben, auch im Fernsehen, welchen Stellwert Kultur in der Gesellschaft hat, welche Bedeutung sie hat und was die Künstler beitragen, diese Schmarotzer. Nicht? Wir sind ja bisher immer nur, es ist doch so, wenn ich sage, ich bin Künstler, sagt mir einer, wovon lebst du denn? Das ist die Kombination der Worte, die ich tagtäglich erlebe. Also andersweise haben wir die Diskussion so, ja auch gehabt und wir müssen tatsächlich aufhören. Also ich möchte mich herzlich bedanken bei Lorenz Müller-Reinhardt Schnell.